Willkommen bei dir, der 7Mind-Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Herzlich willkommen beim 7Mind-Podcast. Mein Name ist Dr. Eva Elisa Schneider und ich werde die heutige Folge moderieren. Es gibt ja ganz viele Situationen im Leben, die uns total sprachlos zurücklassen. Also zum Beispiel ein schnippischer Kommentar auf der Arbeit habe ich schon sehr viel erlebt. Ein sexistischer Spruch aus der Ecke von irgendeiner fremden Person oder auch mal der misslungene Sitz von dem eher unliebsamen Onkel auf der Familienfeier. Wie wir in solchen Situationen schlagfertig reagieren können, das erfahrt ihr heute. Von meinem wundervollen Gast Nicole Staudinger. Nicole ist Bestseller-Autorin, sie ist Speakerin und eine absolute Expertin für das Thema Schlagfertigkeit. Nicole hat verschiedene Bücher schon geschrieben, unter anderem die Schlagfertigkeits-Queen, die Steh-auf-Queen und das Buch Brüste Umstände halber abzugeben, kurz nachdem du deine Brustkrebsdiagnose bekommen hast nach dem 32. Lebensjahr. Und du hast außerdem deine eigene Akademie gegründet, die insbesondere Frauen stark machen soll. Da kann man verschiedene Seminare zu den Themen Schlagfertigkeit, Resilienz und Kommunikation machen. Also du bist eine absolute Powerfrau und Expertin für das Thema Schlagfertigkeit. Ich freue mich ganz doll, dich begrüßen zu können. Herzlich willkommen, Nicole. Ja, vielen Dank, liebe Eva, dass ich hier sein darf. Nicole, eine kurze Einstiegsfrage. Im 7Mind-Podcast machen wir das immer. Wenn du eine Sache aus der Vergangenheit zurückspulen könntest, um sie nochmal achtsamer zu erleben, welche wäre das? Da haust du direkt so einen Klopper am Anfang raus, ne? Also jetzt aber wirklich mit der Rückschau, mit dem Wissen von heute. Denn ich würde auch damals sagen, dass ich das sehr, sehr, sehr genossen habe. Aber ich würde es heute nochmal einen Tacken mehr genießen. Das war, als die Kinder so sehr klein waren und ich noch etwas unbeschwerter war. Oh, ich glaube, da fallen einem auch sehr viele Situationen ein, gerade wenn man Kinder hat, die man gerne ein bisschen mehr auskosten würde. Ja. Ja, und entgegen vielleicht das noch so als Satz, um mich unbeliebt zu machen. Ich bin sehr, sehr schnell danach wieder arbeiten gegangen. Beim ersten Kind 2 Wochen danach, beim jüngeren von zu Hause aus, lass es 3 Wochen danach gewesen sein. Das würde ich anders machen. Ja, ich glaube, man hat irgendwie in dem Moment immer seine Beweggründe. Es gibt, glaube ich, ganz viele verschiedene Modelle, aber auch interessant, dass du das vielleicht heute nochmal anders betrachtest. Danke fürs Teilen. Du hast mal in einem Interview gesagt, dass Schlagfertigkeit keine Frage der Rhetorik ist, sondern eine Lebenseinstellung. Was hat es damit auf sich und was bedeutet es für dich, schlagfertig zu sein? Ich muss da ein Davor und ein Danach machen. Und dieser Cut in der Mitte ist die Brustkrebserkrankung. Vor dieser Erkrankung habe ich im Prinzip frisch meine Firma gegründet und habe Schlagfertigkeitsseminare gegeben. Hintergrund war der, ich hatte 10 Jahre lang im Vertrieb gearbeitet und bin von Natur aus schlagfertig, muss ich dazu sagen. Und im Vertrieb, kannst du dir vorstellen, ist das echt eine tolle Sache, wenn du schlagfertig bist. Ne? Also das ist alle Argumente vom Kunden, die vielleicht dagegen sprechen, die habe ich halt immer wieder ausgehebelt. Das war als Frau, zumindest in der damaligen Zeit im Vertrieb, war das schon eine Seltenheit. Deswegen war ich da, glaube ich, auch einigermaßen gut. Dann habe ich mich selbstständig gemacht und wollte eigentlich Verkaufsseminare geben, also Verkaufstrainerin werden und merkte währenddessen, ich glaube, da hast du gar keine Lust drauf. Und dann hat mein Trainer damals diesen entscheidenden Wendepunkt der Idee gebracht, der mich ausgebildet hat. Und habe gedacht, okay, alles klar, ich gebe Schlagfertigkeitsseminare. Und bis dahin habe ich gedacht, dass ist im Prinzip ein Anwenden von Techniken. So habe ich vermutet, kann man das den Ladies näher bringen. Meine Zielgruppe war schon immer eher auf Frauen, denn ich merkte, dass Frauen und Männer einen anderen Zugang zur Schlagfertigkeit haben. Also habe ich das erste Seminar ganz klar auf die Techniken ausgelegt. Und dann bin ich krank geworden. Und in der Chemotherapie ist eine Situation passiert, also erstmal bis dahin merkte ich plötzlich, dass du als haarlose Frau in einer Erkrankung nochmal eine ganz andere Schlagfertigkeit irgendwie zeigen musst. Und in dieser Situation war ich auf einer Party eingeladen und da kam eine weit entfernte Bekannte auf mich zu, guckt mich an und sagt, ach, du bist das die mit dem Brustkrebs, ne? Und ich so, ja, sagt sie, Brustkrebs mit 32, das weiß man ja, das ist ja immer ein unverarbeiteter Mutter-Tochter-Konflikt. Aber vielleicht lernst du jetzt mal deine Prioritäten richtig zu setzen. Und dann habe ich die angeguckt, Eva, und habe gesagt, du, das ist ein gutes Stichwort mit den Prioritäten. Weißt du, wo ich jetzt anfange, Schatz? Bei dir.
Und da habe ich mich umgedreht und bin gegangen. Und in diesem Moment ist mir klar geworden, dass Schlagfertigkeit keine Frage von Rhetorik ist, sondern aus meiner Sicht die Überlegung, wem ich jetzt zugestehe, mir meine wertvolle Lebenszeit durch Ärger zu klauen. Und von da an hat dieses banal erscheinende Thema Schlagfertigkeit für mich eine Tiefe bekommen, die ich heute noch auf 15 anderen Ebenen sehe, in Bezug auf Resilienz, auf Glück, auf persönlichen Erfolg. Deswegen zu deiner Frage, was bedeutet es für dich? Es ist eine Haltung. Eine Haltung zum Leben, nicht zu verwechseln mit zickig sein und egoistisch sein Ding durchziehen. Würdest du auch sagen, das hat was mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun? Weil ich habe mal gehört, dass das ja auch viel damit zu tun hat. Du hast eben gerade auch gesagt, du bist schon von Grund auf, so von naturell aus auch schon sehr schlagfertig. Und da habe ich mal so mitbekommen, dass das oft ja auch so die Ansammlung ist von allen Einstellungen, Glaubenssätzen und Lernerfahrungen, die wir so gemacht haben. Würdest du sagen, es hat eben deswegen auch was wirklich mit der Persönlichkeit und der Persönlichkeitsentwicklung zu tun, wie Schlagfertigkeit damit einhergeht? Jetzt müssten wir erstmal Persönlichkeitsentwicklung für uns ganz klar abstecken, was das eigentlich ist, ne? Ich würde sagen, für mich ist es, wie kann ich die Erfahrungen meines Lebens im Heute wirksam machen? So würde ich Persönlichkeitsentwicklung für mich definieren. Und natürlich, Eva, ist es auch eine Typsache. Du hast Talent in gewissen Dingen oder eben nicht. Das bezieht sich aber jetzt nicht nur auf Schlagfertigkeit. Die eine hat mehr Talent zum Klavierspielen als die andere. Das heißt aber nicht, dass diejenige, die weniger Talent hat, nicht wunderbar das Ganze lernen kann. Meine Erfahrung ist nämlich auf die Langstrecke gesehen, und im besten Fall ist das Leben eine Langstrecke, schlägt Fleiß Talent. Also du kannst mit dem besten Talent ausgestattet sein. Wenn du dich nicht in Situationen reingibst, um das zu üben, um das auszubauen, bringt dir das hinten raus gar nichts. Und ich mache den Spürkes jetzt seit 10 Jahren und hatte wirklich viele, viele, viele Frauen in Seminaren. Und ich darf mit Stolz behaupten, da ist noch keine sprachlos rausgegangen. Die sind auch fertig geworden. Und leider muss ich auch sagen, leider deswegen, weil ich das so erschreckend finde, meine Erfahrung ist, je intelligenter die Frau, desto schwerer tut sie sich mit der Schlagfertigkeit. Was das jetzt für mich bedeutet, Eva, lassen wir mal auf einem anderen Blatt stehen. Ja, ich glaube, da können wir schon auf alle möglichen Ebenen schon direkt einsteigen. Du hast vorhin noch ganz kurz gesagt, Schlagfertig hat für dich natürlich auch was damit zu tun, wie du dein Leben führst, ne? Und auch was mit Glück zu tun. In einem Interview hattest du unter anderem auch mal erwähnt, dass Schlagfertigkeit für dich Hand in Hand geht mit Glücklichsein. Wie meinst du das und wie hängt das zusammen? Wenn ich für mich, insbesondere als Frau, bleiben wir jetzt mal in diesem klischeebeladenen Beispiel, aber mir sind die Frauen einfach auch näher. Also so beruflich und mental sind sie mir etwas näher. Wenn du für dich als Frau einen Lebensweg gewählt hast, wie auch immer der aussehen mag, Kinder, keine Kinder, Karriere, was auch immer das bedeuten mag, keine Karriere, Land, Stadt. Also wir haben ja etliche Bereiche, auf denen wir uns entscheiden dürfen, müssen. Und du hast dich für das entschieden, dann kannst du davon ausgehen, dass es immer Menschen gibt, die das doof finden. Und die dir sagen, ach Mensch, dass du damit ja glücklich bist, könnte ich ja nicht. Und da brauchst du schon die Schlagfertigkeit. Wenn du nämlich da wankst in deinen Entscheidungen und du bist da noch offenporig, weil du selbst noch nicht so richtig sicher bist, und dann kommt so ein Satz von außen, dann reißt der natürlich genau da rein. Das ist wie Salz in so eine Wunde. Und wenn du dann nicht schlagfertig bist und einen klugen Spruch oder einen weniger klugen Spruch, auf jeden Fall irgendeine Antwort, kann ja auch eine nonverbale Antwort sein, wenn du die nicht gibst, kannst, dann trägst du diesen Zweifel als Keim in dir so weit, bis du deinen eigenen Lebensentwurf anzweifelst. Das erlebe ich in klein. Ich hatte letzte Woche eine Situation mit einer Redakteurin, hochintelligente Frau, langes Interview, und die hat mir gesagt, Frau Staudinger, wissen Sie, was mir in Erinnerung geblieben ist? Und dann hat die mir eine Story erzählt, da kommst du nicht drauf. Die hat mir erzählt, in einem früheren Leben hat sie in der Kantine gegessen und hat sich am Salatbuffet bedient. Und da hat sie Eier auf ihren Salat getan, so 2, 3 Eierhälften. Und hinter ihr stand der Kollege und der hat gesagt, also Tina, ganz ehrlich, Frauen, die so viele Eier essen, die finde ich unsexy. Und dann sagt sie, Nicole, ich war aber so irritiert, weil das auch ein Vorgesetzter war. Ich habe ein paar Eier runtergetan von meinem Salatteller und tue mir bis heute mehr keine drauf. Hochintelligente Frau,
Und da siehst du doch, das hat mit Wissen und Ausbildung und Können, hat Schlagfertigkeit nichts zu tun. Und wenn sie da einen passenden, also sie hat gesagt, Nicole, was hätte ich denn sagen können? Ich sage, ich hätte dann nonverbal reagiert, hätte mir 8000 Eier auf den Salat draufgelegt, hätte den angeguckt und hätte gesagt, merkst du selbst, ne? Und dann wäre es gut gewesen. Dann wäre das an ihr abgeprallt und sie hätte niemals überlegt, ob sie sich Eier auf diesen blöden Salat tut. Und das ist Schlagfertigkeit. Das ist genau dieser kleine Keim, von dem du gerade erzählt hast, ne? Der so hängen bleibt und der dann aber irgendwie einen Raum bekommt, dass der auch wirklich keimen kann. Diese Zweifel daran, mache ich das, was ich jetzt gerade tue, wirklich richtig? Ist das so, wie ich das haben möchte? Entspricht mir das so, ne? Genau, das so eine Situation ist das, genau. Was würdest du denn sagen, was die größte Herausforderung ist, wenn es darum geht, schlagfertiger zu sein, ne? Weil wenn wir das natürlich gerne sein würden, begegnen uns natürlich Hürden. Also meine zum Beispiel, meine größte Hürde ist, mir fallen im Nachhinein immer ganz viele tolle Sachen ein, aber in dem Moment, in diesen paar Sekunden, wo es wirklich drauf ankommt, da habe ich es nicht parat. Was sind denn da drei Tipps, die du mitgeben würdest für diese Herausforderungen und Hürden? Also genau diese Hürde würde ich auch beobachten, Eva. Es ist nicht der Punkt, dass uns nicht die passende Antwort einfällt. Wir haben nur das Thema mit der Zeit. Denn bei der Schlagfertigkeit hast du halt nur 3 Sekunden. Und üblicherweise bist du da mit den Gedanken beschäftigt. Warum hat er das gesagt? Wie hat er das gemeint? Und wo war mein Fehler? Und in diesen 3 Sekunden solltest du eigentlich die passende Antwort haben. Das heißt, der erste Trick wäre, dass wir Schuhe, die uns nicht passen, grundsätzlich bitte nicht mehr anziehen. Das fängt bei den Eiern an und hört bei irgendeinem blöden beruflichen Spruch auf. Und Schuhe, die uns nicht passen, und das wissen wir ja sehr genau, ob uns ein Schuh passt oder nicht, das weißt du im Schuhgeschäft auch. Wenn eine Schuhverkäuferin kommt und sie zeigt dir irgendwie einen Schuh in Größe 47, dann kannst du von Weitem schon sagen, oh, der passt mir nicht, den brauchen sie gar nicht mitzubringen. Und diese Haltung, die mitzunehmen in den Alltag und ganz kurz zu unterscheiden, in einer Sekunde, passt mir das oder passt mir das nicht? Ich gebe den Frauen dafür als Hilfsmittel immer gerne den Schutzschild mit. Das machen wir also wirklich genau so nach, ja, dass du den Kopf so über dich ziehst und dann sagst, okay, das prallt an mir ab, das interessiert mich nicht. Dann hast du immer noch 2 Sekunden Zeit für die passende Antwort und das wäre Trick Nummer 2 und auch die größte Hürde. Macht euch frei davon, dass das jetzt Goethe ist, was da rauskommen muss. Denn die Angriffe, mit denen wir zu tun haben, sind meistens auch nicht Kafka-basiert. Also die Eier sind unsexy. Das hat jetzt mit intelligentem Zuruf nichts zu tun. Das heißt, da musst du jetzt auch nicht sagen, Eier oder nicht, das ist hier, also weißt du, du darfst da ganz locker bleiben, du darfst denjenigen angucken und mal ganz charmant mit der 2-Silben-Antwort antworten, wie zum Beispiel, ach was, husch husch oder du Fuchs. Also ehe mir nichts mehr einfällt, kann ich das raushauen. Jetzt sind wir aber schon bei den Techniken. Ehe ich in den Seminaren zu den Techniken komme, wir sind schon 2 Stunden rum. Ja, das ist ja eine Haltung zum Leben. Habe ich natürlich irgendwo tief in mir drin verankert, ich will dem Kollegen gefallen. Oder aber ich darf das nicht sagen. Erziehung ist ein ganz großes Thema. Mein Credo ist, und das wäre der 3. Tipp, im richtigen Tonfall kannst du alles sagen. Und im falschen leider nichts. Und der Tonfall ist auch genau unsere Achillesferse. Der spiegelt das nämlich wieder. Da kannst du noch so locker sein von der Technik her. Der Tonfall spiegelt deine Seele wieder. Und deswegen bleibe ich dabei, ist die Haltung, die dahinter steckt, viel, viel wichtiger als alle Techniken, die wir da oben drauf packen. Genau auf die Haltung möchte ich gerade gerne nochmal eingehen. Welches Mindset oder welche Grundeinstellungen können denn da helfen, dass man sich weniger Druck macht oder auch wirklich flexibler reagieren kann und eben nicht in dieses irgendwas an mir ist nicht okay oder irgendwas stimmt hier nicht Situation oder diese Schockstarre zu verfallen? Ich glaube, it's all about Selbstbild. Mhm. Welches Bild habe ich von mir selbst? Was glaube ich zu sein? Was weiß ich, wer ich bin? Was macht mich aus? Abseits von klassischen erlernten Skills über Excel und Spanisch-Grundkenntnisse oder ich kann guten Haushalt führen, sondern wirklich, was macht mich wirklich tief im Innern aus? Eine richtige Selbstbildarbeit. Das macht schon Sinn, zwischendurch mal mit Freundinnen irgendwie mal lustig zu besprechen. Was kann ich eigentlich gut? Was kann ich eigentlich nicht so gut? Und auch nicht vorgaukeln, dass ich irgendwas gut könnte, obwohl ich es eigentlich nicht kann. Denn das greift unsere Authentizität an. Was da im ganz Argen dahinter steckt, ist aus meiner Sicht eine gewisse Bereitschaft zum Scheitern. Und das wiederum geht schneller, wenn wir den Begriff des Scheiterns mal neu definieren. Was ist denn bitte Scheitern? Also ja, auch da ist Krebs natürlich ein Grounder. Also der holt dich auf den Boden der Tatsachen zurück. Da bekommt der Begriff des Scheiterns eine ganz andere Perspektive. Und an dieser mache ich bis heute auch alles fest. Ich habe keine Angst zu scheitern. Bitte lass meine Familie
Familie und mich gesund bleiben. Das ist die Basis. Und alles, was daneben ist, ist für mich kein, was soll denn ein Scheitern sein? Also im Zweifel stehe ich halt wieder auf. Oder ich blamiere mich. Selbst wenn ich mich mal im Ton vergreife, übers Ziel hinausschieße, kann ich doch immer noch sagen, alles klar, ich komme noch mal rein, Kinder. Ich merke gerade selbst, mir geht der Ton flöten. Ich versuche es noch mal. Den Inhalt lasse ich allerdings stehen. Also diesen Begriff des Scheiterns noch mal komplett für sich neu zu definieren auch. Und da siehst du, wie viele Stränge davon abgehen. Wenn wir Frauen untereinander schon hundertprozentig loyal wären, würde uns das Scheitern auch nicht so schwer fallen, weil nämlich unter uns ein weibliches, loyales Netz ist, die da eben nicht stehen und sagen, tja, ich habe es dir ja direkt gesagt, bitte, bitte, jetzt musst du zusehen, wie du damit zurechtkommst. Oder ob du da stehst und sagst, ja komm Schatz, und jetzt stehen wir wieder auf und dann machen wir weiter. Das ist alles mit Schlagfertigkeit und da über sich hinauszuwachsen. Und es ist ja mitnichten so, Eva, dass ich den Frauen irgendwas Neues zeige. Ich bin ja keine weibliche Mansplainerin. Die wissen sehr genau, was sie antworten können. Ich sorge eigentlich nur für die richtige Atmosphäre, das auch mal auszuprobieren. Weißt du, wie viele Frauen ich habe, die sagen, ich würde am liebsten das und das sagen, aber und schlagen sich auf den Mund, weil sie es nicht trauen. Und diese Atmosphäre zu schaffen und zu sagen, komm, hau raus und im Zweifel auch mal sagen, versuch es nochmal im lässigeren Tonfall. Das juckt die Authentizität. Und solange wir authentisch sind, sind wir auch schlagfertig. Mhm. Ist auch schön dafür, noch mal eine Bühne, einen Raum zu bekommen, der einfach sich ein bisschen sicherer anfühlt als direkt in der Außenwelt draußen. Ne? Da werde ich auch gleich nochmal drauf zurückkommen. Erstmal würde mich auch noch interessieren, wie wir vielleicht Schlagfertigkeit in verschiedenen Kontexten trainieren können, weil je nachdem, in welchem Kontext ich bin, ob zum Beispiel jetzt bei der Arbeit direkt vor meinem Chef oder in der Familie neben meinem oder meiner Schwester, würden wir ja wahrscheinlich unterschiedliche Dinge sagen und entgegnen. Wie lässt sich das denn gut einordnen und auch für sich trainieren, gerade in so einem sicheren Kontext, weißt du? Vorab vielleicht, Schlagfertigkeit rettet dir die Situation mit dem Eiertypen, bestes Beispiel. Sie löst aber nicht den Konflikt. Das ist ganz, ganz wichtig. Da kommt die Schlagfertigkeit direkt an ihre Grenzen. Jetzt bist du mit diesem Eiertypen aber nicht direkt in einem Konflikt, nur weil der mal einen blöden Spruch ausgedrückt hat. Es kann reichen, dass durch die Schlagfertigkeit du eine imaginäre Grenze ziehst, die dem Gegenüber signalisiert, oh, alles klar, alles kann ich mit der nicht machen, aber ein bisschen lachen schon. Das finde ich ganz wichtig. Ne? Schlagfertigkeit ist durchtrieben von Humor. Sonst funktioniert es nicht. Du kannst nicht einen Spruch nach dem anderen verteilen und selber einschnappen wie im BKS-Schloss, wenn ein Spruch zurückkommt. Das gilt auch dann für Familie und so weiter und so fort. Also mit humorigem Unterton ist erstmal alles easy. Der Kollege weiß, oh, alles klar. So, dann kann das auch schon mal hier und da zu einem Schlagabtausch führen. Da sind wir weit entfernt vom Konflikt. In familiären Konstrukten oder in Kollegenkonstrukten, die schon seit Jahren bestehen, kann das aber sehr, sehr schnell passieren. Wenn du jetzt merkst, der Kollege, der hat mir jetzt nicht nur am Buffet einen blöden Spruch gedrückt, der macht das 30 Mal am Tag und das 6 Wochen am Stück, dann ist das keine Frage von Schlagfertigkeit mehr, dann ist das eine Frage von guter Kommunikation. Das ist, ich nenne es jetzt Aufbauseminar, weil ich mache das immer mit der Schlagfertigkeit zusammen. Erst kommt die Schlagfertigkeit, dann habe ich die Menschen über Humor und Empathie im Boot. Und die Konfliktlösung, die verlangt ganz, ganz, ganz andere Sachen. Da können wir uns diesen Luxus nicht überlegen, mal was Lockeres raushauen, gar nicht erlauben. Aber du hast nicht mit jedem direkt einen Konflikt, ja? Da gut zu unterscheiden. Und wenn du merkst, dass du vielleicht einen Vorgesetzten hast, der hier und da schon mal einen sexistischen Spruch drückt oder du kannst es nicht richtig einsortieren, in der Situation selbst hilft dir die Schlagfertigkeit. Wenn du aber unsicher bist, macht es durchaus Sinn, nochmal das Vier-Augen-Gespräch zu suchen, um da ein etwa Konflikt aus dem Weg zu räumen. Und so würde ich Schlagfertigkeit auch immer einsortieren. Je nachdem, in welchen Konstrukten wir unterwegs sind, je nachdem, wie tief der Konflikt ist und der Tonfall dir schon abhanden gekommen ist, kann Schlagfertigkeit da sogar der Todesstoß sein. Ich finde es immer eine sehr schöne so Hintertür zu wissen, dass ich jederzeit nochmal auf eine Person zurückkommen kann, gerade wenn es jetzt in einem Kontext wie Arbeit oder Familie ist. Das sind ja keine Menschen, die man jetzt nur einmal im Leben sieht, sondern mit großer Wahrscheinlichkeit einfach häufiger. Und ich finde, das entlastet einen auch ein Stück weit, ne? Gerade wenn man so ein Typus ist,
der, wie ich, dem einfach immer erst im Nachhinein die richtigen Worte einfällen, dann einfach im Nachhinein nochmal sagen, hey, ich habe da nochmal drüber nachgedacht, ich möchte gerne mit dir drüber sprechen. Ich finde das auch sehr empowernd, ne? Das nicht einfach so für sich stehen zu lassen und seiner sozusagen so Wut darüber so weiter zu sitzen, sondern einfach selbst auch mehr nochmal in die Handlungen zu kommen. Auf jeden Fall. Und gesagt hast du gerade, die Person sehe ich ja häufiger als einmal im Leben. Genau. Das heißt mit dem Umkehrschluss nicht, dass ihr zu denen, die ihr nur einmal im Leben seht, unhöflich sein sollt. Schlagfertigkeit und Unhöflichkeit, das gehört nicht zusammen. Also natürlich musste ich auch schon mal hier und da in meinem Leben wirklich auch mal sehr, sehr deutlich werden. Aber lass das jetzt mal gesamt betrachtet bei unter 3% liegen. Und ansonsten bin ich schlagfertig und trotzdem höflich, freundlich und nett. Das eine hängt mit dem anderen nicht zusammen, ne? Da fällt mir auch direkt eine Situation ein. Ich war mal in einem Bahnhof und da war ein Mann und der hat im Bahnhof, ist quasi durch das Gebäude durchgelaufen und hat geraucht. Und ich fand das nicht in Ordnung, weil man im Bahnhof nicht rauchen soll und weil ich es einfach super eklig finde. Und meinte so, hey, bitte packen Sie Ihre Zigarette weg. Hier im Bahnhof wird nicht geraucht. Das ist eine rauchfreie Zone. Und da hat er irgendwie auf einer ganz anderen Ebene geantwortet und hat dann zu mir gesagt, ja, Blondchen, Hals, Maul. Und ich war so perplex in dem Moment, dass ich auch einfach dann weitergelaufen bin, ne? Weil ich das so komisch fand und dachte, okay, es ist jetzt einfach so eine Situation, wo ich den jetzt einmal im Leben sehe. Aber ich wollte irgendwie mich nicht auf diese Ebene so herunterlassen und dann irgendwie selber einfach auch dumm antworten. Und ich glaube, das war dann so mein Ausweg daraus, obwohl man sicherlich auch mit einer höflichen und anderen Antwort dem hätte entgegnen können irgendwie. Aber manchmal will man Sachen ja auch dann einfach gar nicht nochmal weiter vertiefen, weil es auch irgendwie die Sache nicht wert ist. Ja, ja, absolut. Also das ist ja deine Entscheidung. Es gibt ja auch Personengruppen, da würde ich wirklich sagen, halt dich einfach besser fern, bevor du da mit Schlagfertigkeit das Ganze nochmal zum Eskalieren bringst. Da geht es ja auch um deine eigene Sicherheit. Und es gibt auch Stufen, so niedrig können wir gar nicht gehen. Und na, Blondchen, Hals, Maul. Also das ist dann deine bewusste Entscheidung. Der Punkt ist nur, und damit sind wir ja wieder bei dem Thema, dass Schlagfertigkeit mehr ist. Die Frage ist, ob du das nächste Mal nochmal machen würdest. Würdest du das nächste Mal nochmal jemanden darauf hinweisen, dass man bitte nicht raucht im Bahnhof? Das ist die entscheidende Frage. Wahrscheinlich würde ich es wieder machen, weil ich es einfach nach wie vor eklig finde. Aber ich finde schon, man darf sich halt davon dann nicht zu sehr zurückschrauben lassen. Aber es ist echt was, was mir noch immer in Erinnerung geblieben ist, weil ich das so unangebracht von den Menschen fand, ja. Jetzt ist ja ganz viel von unserer Kommunikation inzwischen auch auf den digitalen Raum verlagert und ganz viele ja so nonverbale Antworten, wie das jetzt zum Beispiel dein Vorschlag in dem Eierbeispiel war, sich dann extra viele Eier auf den Teller zu machen, klappen dann ja im digitalen Kontext so gar nicht mehr. Und die Worte, die wir dann oder die Kommunikation, die wir im digitalen Kontext haben, können natürlich in Textform ganz anders wirken. Was hast du denn so im Gefühl, verändert sich im Online-Kontext bezüglich der Schlagfertigkeit und was empfiehlst du auch, um auf Angriffe auf Social Media oder so passiv-aggressive E-Mails wirklich schlagfertig und gut zu reagieren? Also ich würde dazwischen Social Media und E-Mails nochmal ganz stark differenzieren, denn E-Mails kommen von Menschen, die ich irgendwie kenne. Das ist ja nicht so richtig Schlagfertigkeit, denn du hast da ja Zeit zu überlegen, was du zurückschreibst. Jetzt gehe ich nur von mir als hochimpulsive, kurz euphorische Frau aus, die am liebsten sofort in die Finger kloppen würde. Da habe ich mir so ein paar Dinge zu eigen gemacht, nämlich nach 22 Uhr gar nicht mehr antworten. Ja, bei Sachen, die ich nicht einzuordnen weiß, dafür habe ich einen Ordner, der da heißt später. Das lese ich dann nochmal durch, wenn ich ausgeschlafen bin und eine Runde gelaufen. Und dann lese ich das nochmal und gucke mal, ob den Unterton, den ich gestern noch geglaubt habe rauszuhören, heute überhaupt noch da ist. Da fällt schon mal zwei Drittel hinten über, weil ich denke, ach guck mal, wahrscheinlich war das einfach auch nur in Hetze geschrieben und fertig. Bei Menschen, die mir was bedeuten, die mir dann was Blödes schreiben würden, da sage ich jetzt bewusst würden, weil das ist im Konjunktiv, das ist glaube ich noch nie passiert, würde ich sofort immer den Hörer in die Hand nehmen, würde ich sofort sagen, hör mal, ich habe heute einen doofen Tag, ich habe das so und so verstanden, hast du das auch so und so gemeint. Und bei allem, was so ein bisschen zweifelhaft ist, da würde ich immer empfehlen, bleibt so nah wie möglich am Wortlaut der E-Mail als Art Spiegelung. Ja, also genauso anfangen oder mit großen Buchstaben antworten, um einfach mal zu fühlen, wie das ist im Social-Media-Bereich. Also da bekomme ich Gottlob wenig blöde Kommentare, aber wenn sie kommen, sind sie natürlich arg blöd. Da wünsche ich mir ja manchmal mehr blöde Kommentare, weil man sich das natürlich auch von mir wünscht. Ne? Man wünscht sich ja natürlich auch eine schlagfertige Antwort. Das habe ich letzt gehabt. Da fange ich grundsätzlich die Antwort immer so an, im Gegenkonter, wie derjenige
das auch geschrieben hat. Ich kann mich daran erinnern, ich hatte einen Post gemacht, als die Erkrankung von Kate Middleton öffentlich wurde oder sie dieses Statement hatte. Da hat einer unten drunter geschrieben, das wäre doch die Gelegenheit, mal aufzuklären, dass die Menschen selbst schuld sind an ihren Krebserkrankungen. Und da habe ich drunter geschrieben, das ist für mich die Gelegenheit, um mich von so einem Blödsinn zu distanzieren. So, das heißt, da bleibe ich einfach in dem Wortlaut. Das ist aber jetzt keine Technik, es ist einfach instinktiv. Und ansonsten, ich bin komplett Typ Deeskalation. Ich halte ein gesprochenes Wort für nie fehlinvestiert. Ich halte auch eine einmal zu viel gestellte Frage auch nie für fehlinvestiert. Wir leben in einer so brisanten Welt, dass ich es als nahezu meine Pflicht sehe, alles dafür zu tun, dass meine persönlichen Konversationen immer friedfertig sind. Eine schöne Mission, auf jeden Fall. Wie kann man denn selber dafür sorgen, dass man weniger Angriffsfläche bietet, ohne dass man sich vielleicht wegduckt oder so ein totales Fähnchen im Wind ist? Oder ist das vielleicht auch gar nicht das Ziel? Ne? Du hast ja vorhin auch viel über Haltung gesprochen. Da fragst du die Falsche. Weiß ich nicht, wie man wenig Angriffsfläche bietet, weder körperlich noch mental. Also das weiß ich nicht. Da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Ich bleibe bei mir. Ich habe ein persönliches Leitbild, wie ich mein Leben leben möchte, sowohl beruflich als auch privat, damit ich nicht jede Entscheidung neu überdenken muss, ob das jetzt passt. Da kannst du so sehen wie mein persönliches Grundgesetz im Prinzip. Und das bietet bestimmt Angriffsfläche für den einen oder anderen, aber damit komme ich dann auch zurecht. Also da habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht. Wenn ich das machen würde, ich habe 9 Bücher geschrieben, 8 sind bisher erschienen. Natürlich bekomme ich vor jedem Buch erscheinende Panikattacke und möchte das Land verlassen, weil ich natürlich Angst habe, dass man mich in der Luft zerreißt. Das ist so dieses missverstanden Gefühl, dass du Angst hast, dass die Sachen falsch verstanden werden. Mittlerweile wird diese Panik weniger, weil ich weiß, wenn man mich falsch verstehen will, Eva, dann wird man mich auch falsch verstehen. Aber dann gehe ich ja lieber für etwas in den Ring, wo ich hundertprozentig dahinter stehe, als für was, wo ich sowieso nur so halbherzig da war, da kippe ich natürlich auch um. Also da bin ich die Falsche, die du fragst, wie man wenig Angriffsfläche bietet. Ich biete, glaube ich, viel. Und ich glaube, die Frage ist ja auch immer so ein Stück weit, soll man quasi so viel antizipieren von wo biete ich weniger Angriffsfläche, dass ich so viel in meinem Kopf schon vorwegnehme, wie eine Situation entstehen, ausgehen und verlaufen könnte, ob man sich dann nicht eigentlich total viel auch so Handlungsspielraum quasi selbst wegnimmt. Ne? Du nimmst mir auch Spaß weg. Also ganz ehrlich, ich habe doch gerne Menschen, die eine Haltung haben. Das muss ja gar nicht meine eigene sein. Aber wenn die mir die begründen und sagen, nee, Nicole, das sehe ich komplett anders, dann lerne ich doch davon. Also meine Haltung, meine Ansprüche, meine Maßstäbe für mich sind ja nicht die Latte der Gesellschaft. Also daran messe ich das ja nicht. Daran messe ich ja maximal, da sind wir doch wieder bei Kant und mit dem kategorischen Imperativ, daran messe ich maximal mein Tun und Handeln, aber nicht danach, was andere tun, zumindest in der Theorie. Ich kann nicht ganz von mir weisen, dass ich natürlich nicht auch meine Maßstäbe im Stillen und Heimlichen für andere gültig mache und mich da jedes Mal wieder erden muss und sagen muss, Fräulein, deine Ansprüche, nicht der Nachbarin. Ne? Mhm, ja. Wenn ich jetzt eine gute erste, unmittelbare, schlagfertige Reaktion hatte in den wenigen 3 Sekunden, die du ja schon genannt hast, wie kann ich denn dafür sorgen, dass ich auch weiterhin souverän auftrete? Weil es kann ja durchaus sein, dass wieder was zurückkommt und dann stehe ich da und bin wie angewurzelt und denke, huch, wie geht die Reise jetzt weiter? Auch da würde ich immer humorvoll. Erstmal ist es der erste Schritt. In dem Moment, wo du ein 1-0, also nennen wir es jetzt mal 1-0, ich sehe das ja nicht als Kampf und auch nicht als Spiel, aber du weißt, wie ich das meine. Dieses Gefühl danach, dieses, mir ist was eingefallen. Das beflügelt ja so derart, ne? Und dann kommt meistens der Rest auch hinterher. Dann bist du auch in dieser humorigen Grundstimmung. Ich habe das schon erlebt in Situationen, in Seminaren, da habe ich genau das gemacht und habe dann eine Antwort gegeben. Und dann stand diejenige da und sagte, nee, da habe ich keine Lust drauf. Eine Antwort geben reicht mir. So. Das ist doch mega humorvoll, wenn du dann in der Situation so reagierst. Auch das ist souverän. Unterschätzt bitte nicht an Souveränität, wenn du über dich selbst lachen kannst. Das heißt ja nicht, dass du dich selbst ins Lächerliche ziehst. Aber zwischendurch mal zu sagen, Kinder, so wichtig sind wir alle nicht. Und zu sagen, nee, jetzt fällt mir nichts ein, 1-1, morgen machen wir weiter. Dann ist das ja auch schlagfertig. Stimmt, ja, eine schöne, erfrischende Perspektive darauf. Wenn wir sehr überfordert und gestresst sind, du hast es ja vorhin schon gesagt, je nachdem, wo man selber auch gerade steht, kann man mit bestimmten Situationen ja auch unterschiedlich gut umgehen. Und nicht immer hat man diese Zeit, die man sich verschaffen kann, um Dinge vielleicht am nächsten Tag nochmal neu anzuschauen. Wenn wir also sehr überfordert, gestresst sind und gerade einfach in einem sehr angespannten Moment sind, welche schlagfertige Antwort funktioniert immer?
Die Zwei-Silben-Antwort funktioniert immer. Ne? Das ist die von Loriot. Ach was, schau an, Potzblitz, sieh an, das funktioniert. immer, ach guck, die könnt ihr euch einfach parat legen. Was aber noch viel essentieller ist, ist das Wissen, dass das so ist, Eva. Wir haben gute und schlechte Tage. Und natürlich in dieser damals sehr, sehr schwierigen Situation für mich, da gab es Tage, da wäre ich bestimmt nicht schlagfertig gewesen. Die sanfte Selbstansprache danach ist entscheidend. Das wahrzunehmen und zu sagen, ja, heute ist mir nicht die passende Antwort eingefallen, davon geht die Welt jetzt auch nicht unter, morgen mache ich weiter, ist der große Unterschied zu, oh mein Gott, wie blöd bin ich eigentlich? Jetzt habe ich da gerade so einen tollen Podcast gehört und ich kriege es immer noch nicht auf die Kette. Das bringt uns gar nichts. Und da sind wir schon wieder beim Thema Resilienz. Die Grenzen des Individuums sind ja individuell, wie der Name schon sagt. Wo du glaubst, eine schlagfertige Antwort drauf geben zu müssen, muss für mich noch gar keine Grenze überschritten sein. Das ist ja ganz individuell. Und was ich glaube, rauszuhören bei den Menschen, das unterliegt wieder ganz anderen Dingen. Das ist eine Selbstbildfrage, das ist Selbstkritik und letztlich sind es auch Stimmungsschwankungen. Das heißt, Deutungshoheit unterliegt Stimmungsschwankungen. Und sich dem bewusst machen, wenn ich einen doofen Tag hatte und ich komme nach Hause und höre mir dann noch einen blöden Spruch an, hätte es ja sein können, dass ich auf diesen blöden Spruch gestern noch humorvoll reagiert habe, nur des Tages geschuldet. Und sich da zwischendurch anzustippen und zu sagen, Moment, glaubst du jetzt nur, dass das so ist oder ist das wirklich so? Auch da sehen wir wieder, dass Schlagfertigkeit so vielschichtig ist, dass wir es nicht einfach nur mit drei Techniken belassen können. Ja, absolut. Ich finde das auch ganz wichtig, so mit sich selbst da irgendwie auch wirklich im Reinen zu sein, zu sagen, es ist okay, dass es mir nicht jeden Tag gleich geht. Es ist okay, dass ich manchmal stressige Tage habe und manchmal Tage, da könnte ich irgendwie Luftsprünge machen und mein Energieeimer ist komplett voll bis oben hin. Und das auch in diesem Kontext ein Stück weit für sich zu validieren und anzuerkennen, das ist ja auch etwas sehr Gesundes durchaus. Hast du denn selber heute noch Situationen, die dich total sprachlos machen? Doch, leider nicht. Also leider nicht. Ich sage das deswegen, weil ich mich natürlich so gerne mal so richtig betteln würde. Also, ich habe einen Lebensgefährten, der ist sehr, sehr schlagfertig, aber wir zwei lachen uns dann halt direkt wieder schlapp. Dann, das macht schon sehr, sehr Spaß. Also auch Unhöflichkeiten oder so, das bügel ich alles ab. Das heißt aber nicht, dass mir Dinge nicht zu Herzen gehen. Ne? Ganz im Gegenteil. Und übrigens bitte auch immer unterscheiden, was verlangt eine schlagfertige Antwort. Und was vielleicht ein Zuhören, eine berechtigte Kritik. Also ich habe natürlich viele Menschen, von denen ich Kritik annehme, Klammer auf muss, Klammer zu, wenn du Bücher schreibst, ist das ein Prozess, ne? Der gehört jedes Mal dazu. Da ist es ja nichts, wenn mir die Lektorin sagt, Nicole, an das Kapitel müssen wir nochmal dran gehen, da jetzt schlagfertig drauf zu reagieren und zu sagen, husch, husch, das bringt mir ja nichts. Also da dann gut zuzuhören, das steht ja auf einem ganz anderen Blatt, dass ich wirklich sprachlos bin, da musst du mir an die Gesundheit gehen. Aber das sind dann andere Situationen. Ja, wow. Ich nehme schon jetzt so viel mit aus dem Gespräch. Vielen, vielen Dank für deine tollen Impulse. Wo können denn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mehr über dich finden? Es gibt ein paar Bücher. Ich habe einen eigenen Podcast, der heißt Leicht gesagt. Das Buch nach der Schlagfertigkeitsqueen habe ich noch ein paar andere geschrieben. Dann kam irgendwann Leicht gesagt. Da geht es um die Konfliktlösung. Und weil wir so viele Zuschriften bekommen, haben wir daraus einen Podcast gemacht. Ich glaube, da kriegen wir auch noch 30 Jahre mit gefüllt. Ich bin viel auf Tournee. Ich bin als Trainerin unterwegs, sowohl für Konzerne und Unternehmen, als auch, hast du eben schon gesagt, mit der eigenen Akademie, dass die Frauen, die eben nicht in einer Firma arbeiten, wo ich gebucht werde, die Möglichkeit haben, sich regelmäßig über wirklich ganz, ganz gering erschwingliche Online-Seminare sich das Ganze nach Hause zu holen online. Das ist ja kein Wissen, was ich mit ins Grab nehmen möchte. Ja, fantastisch, dass du das auch so einfach zugänglich machst, dass das nicht nur einer kleinen exklusiven Gruppe so vorbehalten bleibt, ja. Es ist deswegen wichtig, um das vielleicht nochmal zu sagen, wenn wir im beruflichen Kontext nicht schlagfertig sind, kann es passieren, dass wir unter unseren Möglichkeiten bleiben. Mindestens an dem Tag. Ich kann nach 10 Jahren Erfahrung sagen, oft auch mehrere Jahre danach noch. Ich stelle mir vor, dass die Chirurgin, die mich operiert hat, unter ihren Möglichkeiten geblieben wäre, dann wäre ich hier. Das heißt, Schlagfertigkeit ist aus meiner Sicht auch noch ein gesellschaftliches Must-have, insbesondere in Richtung Frauen, dass sie fliegen
Und wenn sie fallen, Eva, dann stehen wir eben gemeinsam wieder auf. Wir brauchen, ich kann nicht operieren, ich kann nicht Menschen gesund machen. Meine Fähigkeiten haben mir nichts mitgegeben, dass ich den Planeten oder gar nur ein Menschenleben retten kann. Ich sehe das als Tausch. Und deswegen ist das wichtig, dass das keine elitäre Angelegenheit ist, sondern ein großflächiges Gemeinschaftserlebnis. Das ist doch ein wundervolles Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Nicole, dass du hier im Podcast zu Gast warst. Es war ein ganz wundervolles Gespräch. Danke dir. Also meine Takeaways aus dem Gespräch sind so vielfältig. Ich habe auf jeden Fall mitgenommen, dass Schlagfertigkeit ganz viel mit Haltung zu tun hat und dass das auch ein Prozess ist, dem wir auch etwas Zeit geben dürfen, den zu lernen und wir auch nicht immer gleichermaßen gut auf Situationen reagieren müssen, sondern einfach auch unsere Tagesform auch ein Stück weit darüber entscheidet manchmal, wie schlagfertig wir vielleicht gerade sein können. Ihr habt ja eben gerade schon gehört, wo man mehr von Nicole finden kann. Alles Weitere dazu, alle Infos findet ihr natürlich nochmal in den Shownotes. Außerdem möchte ich euch eine Meditationsempfehlung mitgeben, nämlich Achtsam in Konflikt. Das ist die Meditation in der Seventh Mind App, die auch genau diese Stresssituation nochmal beleuchtet und auch anschaut, wie man in diesen Momenten offen bleiben kann. Den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes. Außerdem freuen wir uns sehr, wenn ihr diesen Podcast bewertet oder ihn abonniert, um mehr in der Zukunft noch von uns zu hören und so tolle Gäste und Interviews wie heute mit Nicole erleben zu dürfen. Ich bin Eva und sage für jetzt erstmal Tschüss und bis zum nächsten Mal.